Ah, das ist immer so schrecklich, wenn die Kamera plötzlich anvisiert, ohne dass man es möchte. So kann man hier. Da bin ich schon einige Tode gestorben. Ja. Dadurch, dass man plötzlich in eine ganz andere Richtung läuft, als man eigentlich geguckt hat vorher. Weil die Figur einfach meint, oh, guck mal, da unten ist auch was Interessantes und dann, ja, kacke. Da ist denn doch nichts Interessantes, sondern tot. Wir setzen uns kurz ans Leuchtfeuer und dann geht's weiter. Steigen nochmal auf. Wir machen Kondition auf. Ah, ich hätte gerne noch ein Level. Dann hätten wir es auf 20 erstmal rund. Das wäre schon ganz gut. Und dann würde ich Beweglichkeit weitermachen, weil dann Schaden, wie gesagt, ist unser vorrangiges Ziel. Na, Kondition machen wir noch einmal. Denn wir wollen jetzt erstmal hier hin. Denn hier sitzt Lord Shrek. Und hat unsere Firekeeperin im Auge. An sich nichts Schlimmes, könnte man meinen. Ja. Ah, hello there. I have your reward. Wir haben eine Sonnenlichtmedaille bekommen, denn Lord Shrek. I am grateful genau. To you for freeing me. Not enough for you. Well, let's not be greedy now. Pass auf. Jetzt ist nämlich diese eine Sache. Ich mag diesen Typen nicht. Und er hat etwas, was ich unbedingt haben will. Und ist, dadurch, dass wir im Hard Mode spielen, hat er gerade etwas, was ich jetzt gerade A, ganz dringend will und B, macht er etwas. Denn dieser Typ ist zwar, wie ihr gesehen habt, das ist eine Sonnenmedaille, die er uns gegeben hat hier. Eine Medaille mit eingraviertem Sonnensymbol. Diese ultimative Ehrung wird jeden gewährt, die den Sonnenlichtkrieger herbeirufen und ein Ziel meistern. Das Symbol repräsentiert Fürst Gewinns, Erstgeborener, der seinen Götterstatus verloren aus den Annalen getilgt wurde. Doch der alte Kriegsgott wacht noch wie vor penibel über seine Krieger. Wie gesagt, man sollte meinen, dass er das ist, dass er kein einer von diesen ehrenwerten Kriegern in goldener Rüstung ist, weil er trägt auch eine goldene Rüstung. Aber in dem Fall ist es so, dass der Typ hier eigentlich ein ganz schönes Arschloch ist. Denn er wird unsere Firekeeperin umbringen. Der wird sie einfach umbringen. Du Arsch. Die Sache ist nur die, ich weiß, dass ich möchte, es gibt ein Item, was ich von ihr unbedingt haben möchte eigentlich. Und zwar, wenn er sie tötet, bekommt man ihr Set. Hört sich jetzt ein bisschen doof an gerade, weil ich jetzt Kerl hier rumlaufe und dann ein Kleid tragen will. Aber nein, das Oberteil dieser Rüstung ist von den Stats her verdammt mächtig, sag ich mal so. Und das hätte ich schon gerne, weil es bietet zwar nicht so die mega physikalischen Schutz, aber für das Gewicht, das es bietet, ist es halt schon prozentual sehr gut. Aber solange er sie nicht tötet, kriege ich dieses Set nicht. Andersrum, ich will nicht, dass er sie tötet, weil dann können wir eine ganze Zeit lang dieses Leuchtfeuer nicht mehr benutzen. Wobei wir wahrscheinlich, also wenn wir denn soweit sind, werden wir es sowieso kaum noch brauchen. Aber vor allem gibt es ja noch einen verdammt schwierigen Kampf, den wir dann zu bestreiten haben in Anor Londo, einem späteren Gebiet. Deswegen, ich bin mir nicht sicher, ob ich ihn jetzt schon umbringen sollte. Also, vor allem hat er noch ein Item, einen Ring, den er droppt. Und der ist wirklich sehr mächtig. Den hätte ich schon gerne. Aber... Ach ne, ich zeige euch das lieber so, wie es wirklich geplant war. Ich habe da jetzt, ich denke mal, das dürfte eher so in eurem Interesse liegen. Wahrscheinlich auch in meinem. Und ja. Wir bewegen uns jetzt wieder hoch. Und zwar in Richtung... Davon da, woher wir gekommen sind. Aua. Drei mit einem Streich. Ich bin der, würde schon sagen, der Schneider. Tapfere Schneider allein. Bei dem waren es zwar, glaube ich, 7 auf einen Streich, aber... Naja, ich habe hier keine Star-Allüren oder so. Da hat sich das erledigt. Hallo, Ratte. Hallo, Ratte. Mach Bekanntschaft mit meinem Schwert. So. Na gut, wir machen uns jetzt auf. Ich hab euch jetzt schon das vorweggenommen, was da passiert, aber es ging ja jetzt hauptsächlich darum, euch das mal zu sagen, weil es war schon eine schwere Entscheidung für mich jetzt, weil, ja doch, den Ring, den der nämlich droppt, den habe ich normalerweise in beiden meiner Builds mit drin, weil der, ich weiß nicht, der ist einfach, ich glaube, overpowered, wenn man es so will, der ist overpowered, das kann man einfach mal so sagen. So einen Ring gibt es nämlich nicht nochmal im Spiel und das haben sie wenigstens auch in kleiner Form versucht zu begrenzen, denn den Ring kann man nur einmal anlegen und wenn man ihn dann ablegt, geht er kaputt. Will heißen, wenn es versaust, also wenn du zum Beispiel jetzt auf einmal merkst, dass du noch irgendwo einen anderen Ring anlegen musst, dann bist du ganz schön am Anus. Weil
plötzlicher Verlust dieses Ringes ist nicht so cool. Ja, wir gehen jetzt weiter runter. Das ist unser Ziel. Oh, die kommen uns jetzt auch schon entgegen. Meine Güte. Naja, egal. Das können sie ruhig machen. Ich habe da kein Problem mit. Teilweise ist mir das sogar recht, dass die uns jetzt schon entgegenkommen. Denn die meisten von denen nerven nur. Die Untiefen. Willkommen in den Untiefen. Seele Soldat. Hier lernen wir noch einige neue Figuren kennen. Ihr werdet auch gleich, ich werde euch die schon alle vorstellen, zeigen, wer was ist, wer was macht, etc. Eigentlich sind da sind auch einige ziemlich mächtige dabei. Gerade jetzt, jetzt hier am Anfang schon von diesem ganzen Gebiet, gibt eine Person, die auf jeden Fall befreit werden sollte. Oder die wir auf jeden Fall mitbringen sollten. Und um die werde ich mich jetzt gleich kümmern, wenn es klappt. Ja, ich mache das hier wirklich Auge um Auge gerade. Das sollte ich vielleicht nicht unbedingt machen. Ah, ich dachte, ich bin schneller. Okay. Da hinten ist ein Kollege, den wir nicht wirklich kennenlernen wollen. Schwöre ich euch. Aber wir werden ihn trotzdem kennenlernen. Pass auf, so. Der da. Headshot! So, pass auf. Der kommt jetzt nämlich hier hoch. So ein kleiner Mini-Gegner-Boss. Also so ein bisschen Boss, ein bisschen. Eigentlich ist ein normaler Gegner, wir kämpfen auch. Also, er respawnt zwar nicht, aber er ist schon vom Kaliber her ganz schönes Ecke. Ecke stärker als die meisten Gegner hier. Oh, der Hund ist auch ein bisschen stärker, wie ihr gesehen habt. Ja, der Typ ist ein bisschen dick. Aber das ist nicht so schlimm. Und... ah, na komm. Und Stich. Ja, das war's. Den haben wir. 1000 Seelen. Wie gesagt, nichts mega Besonderes, aber... oh, genau. Die große Glut. Ah, stimmt, die bekommen wir hier schon. Ja, ich verwechsel manchmal noch das ganze System mit, von Dark Souls 1 und 2 miteinander. Na komm, kommt. Normalerweise, ich dächte mal, dass man die endlich mal pullt, aber nein. Immer noch nicht. Ja, wir haben Menschlichkeit bekommen, das ist schön, da freue ich mich drüber. Aber wir werden jetzt, hier gibt's, von hier aus gibt es nämlich zwei Wege, das Ganze hier zu bestreiten. Ich überlege gerade, welchen ich jetzt für mich als angenehmer empfinde. Denn, wo ist er denn? Ich weiß, dass hier einer ist. Beziehungsweise nicht hier, sondern hier hinten. Darf der da rumhocken? Ich gucke mal, ob ich ihn finde. Da oben. Genau, da. Seht ihr? Noch so einer. Von der Sorte. Genau. Der würde normalerweise einen Ambush hier starten auf einen und du würdest den Star stehen und sagen, was? Wo kommt der denn her? Und diesmal wissen wir halt, wo er kommt, weil ich weiß, dass der da steht. Merkt ihn euch am besten, wenn ihr mal selbst spielen solltet oder so. Das ist halt, so erleichtert ihr es euch. So, sonst lauft ihr da lang und plötzlich kommt schon so ein dicker Typ da und dann, wird Zeit für die Massage. Das ist schon nicht so geil. Ist von... übrigens habe ich euch noch, glaube ich, gar nicht alle Counter-Attack-Arten und sowas präsentiert. Oh Gott, sollte aufpassen. Gerade bei den Hunden und wenn der Typ noch dabei ist. Die Hunde nerven nämlich vehement beim Kampf. Sag mal so, sie sind nicht besonders stark, aber der Blutungseffekt kann tödlich sein. Ah, ich bin schneller! Yes! Und einen Sack haben wir bekommen. Hört sich großartig an, ich weiß. Als nächstes hüpfen wir hier einfach runter. Den Typ haben wir jetzt schon besiegt. Die Hunde kamen ja auch mit. Und jetzt gehen wir hier rein. Da hinten nämlich. Macht hier nicht und absolut, also ich wiederhole, nicht den Fehler zuzuschlagen. Rollt. Er ist hier. Kein Ding, Mensch, kein Ding.
Jo, alles klar. Und ich sehe schon, der folgt mir nicht. Das finde ich super, super, super gut. Weil das würde mich jetzt vehement nerven, wenn der mir hinterherlaufen würde. Denn er ist unser Pyromantie-Lehrer. Denn es gibt neben den Arten der Magie von, also neben Zauber und Wunder, auch Pyromantie, also Flammen. Und er ist unser Lehrer dafür. Zumindest anfangs. Oh Gott. Folgt er uns doch? Oh, bitte nicht. Bitte nicht. Nein, 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 nein. Bitte, 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 bitte nicht. Verdammt, er folgt uns tatsächlich. Na okay. Wir werden das Beste draus machen, glaube ich. Und jetzt hier lang gehen, genau. Oh, verdammt, er folgt uns. Das ärgert mich jetzt doch ganz schön. Mist. Ja, wir haben jetzt nämlich zwei Wege, die wir gehen können. Einmal hier lang und einmal den anderen. Aber wir gehen hier hin. Und hier gibt's was. Und zwar ist es, aufgepasst, eine riesengroße Ratte. Genau, es ist eine riesengroße Ratte. Wir werden einfach auf sie schießen von hier oben. Die ist halt so am einfachsten zu besiegen. Wenn man sich die Mühe tatsächlich macht und dann da runter geht und angreift. Also das ist, wäre mir viel zu viel Aufwand. So, schieß lieber von hier oben in aller Ruhe drauf. Lalala. Ich hoffe nur, dass der Typ jetzt nicht hier mit runterhüpft und dann voll gegen die Ratte kämpfen will. Weil dann könnte man ein Problem bekommen. Und wie man hier Bogen schießen kann, das ist ein Traum, ey. In Dark Souls 2 geht die Ausdauer dann immer weg. Die regeneriert sich nicht so schnell, wie man Bogen schießt, quasi. Und das ist verdammt nervig. So, gleich haben wir's. Es gibt noch ein paar Seelen. Und dann gibt's... Komm, das war's. Genau. Sehr gut. Ihr habt ja schon gesehen, hier oben gibt es noch einige Items. Die werden wir uns jetzt auch noch einverleiben. Dort hinten ist noch eins. Genau, so quasi das sein. Das wollte ich haben. Und die Ratte hat, glaube ich, auch was gedroppt. Das dürfte eine Twin Humanity sein. Wundert euch nicht. Also ich habe euch ja schon mal gesagt, dass die Menschlichkeit hier mehr oder minder nur künstlich ist. Oh, das Spinnenschild. Super. Super. Den werden wir sofort ausrüsten. Hat, wie ihr sehen könnt, leicht bessere Stats bei Feuer, aber schlechter bei Blitz und auch die Haltung ist niedriger, aber er ist resistent gegen Gift. Das heißt, wenn irgendwas mich vergiften will, wird das nicht mehr funktionieren. Zumindest solange ich es blocke. Und dadurch, dass ich es blocken werde, ja, hat sich das damit schon mal als ziemlich gute Investition herausgestellt gleich. Ja. Kanalkammerschlüssel. Den brauchen wir nämlich, der ist wichtig. Sonst hätten wir nämlich, wir hätten oben auch lang gehen können, dann wären wir an eine kleine Tür gelangt. Und da wäre ein Bonfire drin gewesen. Und so können wir das jetzt nicht mehr machen. Wir wären nicht reingekommen, wir hätten den Schlüssel halt nicht. Und so haben wir, ne? Und hier kann man abkürzen. Muss aufpassen, immer schön links halten, damit da auch ja nicht dagegen kommt. Also nicht dazwischen runterfällt. Ja, die greifen uns erstmal noch nicht an, das ist gut. Ich laufe mal hier hoch. Ich laufe zum Bonfire, weil da mache ich dann erstmal eine Aufnahmepause von ein paar Minuten, wenn ich habe Hunger. Und dann mache ich weiter, weil ich bin gerade wieder richtig im Dark Souls Fieber und werde euch möglichst alles zeigen, was ich hier über das Spiel weiß. Denn nächstes Mal erforschen wir halt die Kanalisation. Wenn ihr das wollt. Sag mal so, ich werde es auch trotzdem machen, aber ich hoffe, ihr werdet dabei zuschauen und mich tatkräftig anfeuern oder so. Wer weiß. Und da ist unser nächstes Bonfire. Juhu! Aber was habt ihr denn gedacht? What's up, Junge? What's up? What's up? So, damit haben wir das erledigt. Ich werde eventuell... Also, ich weiß nicht. Ich denke mal, Großteile des Spiels, wenn es ums Farmen geht, etc., werde ich damit verbringen, das einfach so hier für mich zu gestalten. Denn hier kann man auch super farmen. Hier in dem Gebiet. Ja. Deswegen überlege ich, ob ich das mal offscreen mache, aber damit verabschiede ich mich erstmal von euch, ihr liebsten aller Menschen. Und bis zum nächsten Mal. Tschaußen!